Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, zum nächsten Top 11 Video. Ich glaube jetzt schon zum 15. Also es ist schon fast die Hälfte rum. Wir sind beim 10. Spieltag angelangt und ja, heute mal der Gegner von gestern und der vorausstehende Gegner, der morgen gegen uns dran darf. Ja, und das war ein 4:3 für Puyu FC gegen Irmangs FC. Irmangs werden wir morgen treffen. Wir werden mal gucken in die Statistiken, ob dieses verdient war oder nicht. Boah, mehr Ballbesitz Irmangs FC. Aber trotzdem gewinnt dieser Puyu immer jedes Spiel. Gestern haben wir auch nur ein 2:2 hingekriegt, was wirklich komisch ist. Und dass die Statistiken der Spielern, also das ist schon komisch. Irmangs, hoffentlich werden wir da morgen gewinnen. Ja, auf zum nächsten Spiel. Wir haben leider heute nur 1, 2, 3, 4, 5 Partien, weil die anderen später noch spielen. Und da möchte ich lieber jetzt die Aufnahme starten, als um 23 Uhr. Ja, und wir gehen jetzt zum nächsten Spiel. Das ist Coyote FC gegen Leo Kames SK. 5:1, ganz lockeres Spiel für den Türken. Statistik zeigt, mehr Ballbesitz, damit auch verdient dieses Spiel gewonnen. Und Schüsse ganz klar mehr. Und Ecken natürlich auch. Also ganz verdient. Bewertungen zeigen wir hier auch nochmal. Also gestern konnte ich dieses Video ja nicht lange führen, weil ich gestern auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Dafür nochmal sorry. Ja. Sorry. ja, Zuschauer und Co. Ja, und dann können wir jetzt auch ins nächste Spiel switchen. Auch ein 5:1. Diesmal für Galak FC gegen Miguel FC. Und eine Sache muss ich jetzt eben noch machen, bevor wir weiter starten können. Okay. So, 5:1. Ist dieses verdient, frage ich mich. Ja, Ballbesitz natürlich mehr, Schüsse, okay. Ja, also alles so gleich. Trotzdem, Galak verdient mit 5:1 gewonnen, ein bisschen zu hoch. Das ist sein Team und dieses Team, ja. Miguel ist eigentlich ein ganz starker Gegner. Das ist dann auch ein bisschen komisch. Und das die Zuschauer. Und nun geht es zum letzten Spiel vor unserer Partie. AK Ala Steelers gegen Addix FC. Ja, 3:0 für Addix FC. Lockeres Spiel. Die Statistiken. Mehr Ballbesitz, naja, ist nicht ganz prägend oder prägt. Also beide haben ein ausgeglichenes Ding gespielt und Schüsse glaube ich auch so. Schüsse aufs Tor natürlich auch. Also der Bessere hat diesmal, glaube ich, gewonnen. Also jetzt an den Spielwerten. Ja, denke ich, genau. Hier sieht man bessere Sterne. Hier so die 4er und 5er. Also ich denke, das ist schon verdient, dass er da ein 3:0 geschafft hat. Ja, und das sind die Zuschauer. Jo, und jetzt geht es ja zu unserem Spiel. Zum 10. Spieltag gegen den FC Barcelona, gegen den Tabellenletzten. Das ist, glaube ich, kein schweres Spiel, aber der Gegner war schon unangenehm. Siege haben sie 0, ein Unentschieden haben sie geschafft und 9 Niederlagen, 5 Tore bisher und wir haben ja gerade mal 22. Gegentor haben sie 25, Differenz minus 20, wir plus 10 und Punkte haben sie 1 und wir 20. Also da kann jetzt auch nichts Schlimmes passieren. Eigentlich sollten wir diese Partie gewinnen. Und was ist passiert, das werdet ihr jetzt sehen. Wir haben 2:0 gewonnen. Ja, heute war mal der liebe Scheppi drinne und nicht der eigentliche Spieler, der Jungjungsin, der durfte heute mal ausfallen. Ja, den FC Barcelona haben wir gut dominiert mit den Toren von Himo und Ogur. Boah. Das sind so die Statistiken. Wir haben ganz klar mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor. Ich glaube, das ist schon das Verdiente daran, dass wir dieses Ding gewonnen haben. Und wer letzter ist, den müssen wir halt einfach schlagen, weil dieses Team, das ist echt, nee. Ich
glaube, da kann keiner gegen einen ankommen und ist ja nur ein Bot-Roboter, wo die auch immer gesagt haben. Da habe ich mal ein paar Spieler schon lassen und haben ein paar andere Spieler drin gelassen. Also andere eingesetzt und ja, hat sich sehr gelohnt für ein 2 zu 0. Ich habe mehr erhofft, aber egal. Irmangs FC ist ja morgen dafür dran. Das wird echt ein spannendes Spiel. Diesen Vorletzter, wie wir jetzt gleich in der Tabelle sehen werden. Ja, wir noch im zweiten Rang. Wir können heute auf dem dritten noch rutschen, aber trotzdem ist das sehr gut. 3 Punkte sind bis zu Platz Nummer 7 nur. Das ist echt schon eine gute Hausnummer, was in der Liga so passiert. Also sehr, sehr spannend. Ja, und das ist Irmangs FC. Wir gehen mal etwas runter. 13. Rang. Da läuft nichts. Da ist noch kein Sieg in den letzten Spielen drin. Und ja, wir hatten so einen kleinen Hänger, aber trotzdem haben wir uns wieder gefangen. Das ist schon eine gute, brave Leistung oder Bravo-Leistung. Beste Torschützen sind wir leider nicht mehr mit Jung Jung Sin. 7 Tore reichen doch nicht mehr nach dem 10. Spieltag. Der beste Passgeber ist Mimi Dimaray von Akalastilas und Aristoteles Alcantara Flio von Leo Kaimas SK ist bester Bewerteter, genauso wie bei den Torschützen mit 9 Toren. Ja, im Pokal können wir auch mal nachgucken, wo wir leider ausgeschieden sind. Das sind die Ergebnisse der K.O.-Phase. Ich glaube, da steht jetzt auch nichts mehr so dolle drinne. Also, das interessiert jetzt auch keinen mehr, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen spannend, was man da so liest und vielleicht ist ja unser früher Gegner im Finale irgendwann mal. Das wäre auch mal was Geiles, aber ich glaube, da ist keiner drin von. Ja, Regeln und Auszeichnung 8,71 Millionen kann man gewinnen für den Sieg. Da können wir auch mal in der Liga gucken, was wir da gewinnen. Wenn wir jetzt Siebter oder so werden, da können wir 82,6 oder nee, 5 Millionen bekommen, das ist schon krass. Also so viel Geld, das wäre richtig nice. Und da ist ja José Mourinho jetzt mit einem Bild so. 78 Millionen für, ja 80 eigentlich, für Platz 2. Dritter 75 Millionen, Vierter 71 Millionen, Fünfter 67 Millionen, Sechster 63 Millionen und Siebter 60 Millionen. Also das, ja, ist eigentlich schon eine gute Leistung, was man da bekommen kann an Geld. Und für Spieler ist das gut, für Stadionbau, alles ist das eigentlich ganz gut. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Saison eine gute noch abschließen und damit wir eine gute Endphase jetzt noch erreichen. Also das ist erst der 10. Spieltag, aber da kommen noch einige Spieltage hinzu. Bis zum 26. geht das ja. Ja, und dann sage ich mal wieder Ciao. Hat wieder Spaß gemacht, ein Video zu machen für euch. Und ich denke, morgen kommt dann der 16. Spieltag. Den kann ich auch nur in einer Zusammenfassung aufnehmen. Tut mir leid dafür. Dafür werdet ihr Samstag wieder eins sehen. Und ich muss eben gucken, ob ihr vielleicht Sonntag noch eins sehen könnt. Das sieht nicht so gut aus. Nee, Sonntag könnt ihr auch nicht sehen. Also nur Samstag und dann Dienstag wieder und Donnerstag. Ja, also das sind ganz viele Zusammenfassungen. Tut mir leid dafür, aber egal. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder in der neuen Zusammenfassung des 11. Spieltags. Ciao.